Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Racker. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Ministerin, was auf nationaler Ebene die ÖVP und auf internationaler die Sozialdemokratie ist, ist offensichtlich ein Ausfluss, was auch Transparency International festgehalten hat, dass es nämlich eine Kultur der Straflosigkeit gibt in allen Institutionen. Und daher ist es, glaube ich, ganz wesentlich zu fragen, welche Maßnahmen werden Sie als Europaministerin setzen, nachdem dieser Skandal ruchig geworden ist auf europäischer Ebene, dass hier auch auf europäischer Ebene ein Korruptionsstrafrecht eingeführt wird, das auch durchgreifen kann auf das Europäische Parlament? Es ist ein Skandal, der das Europäische Parlament erschüttert. Es war vor wenigen Tagen ein Interview vom ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments dazu auch, der ausgeführt hat, dass das Europäische Parlament nach seinen Ansichten sehr transparent auch agiert. Das heißt, ich als Europaministerin, als österreichische Europaministerin kann dem Parlament nicht auferlegen oder Empfehlungen abgeben, wie sie damit umgehen. Aber ich bin sicher und vor allem auch die Präsidentin kennen, dass die entsprechende Sensibilität dort vorherrscht und dass die notwendigen Schritte auch tatsächlich gesetzt werden.